Hallo, guten Morgen. Ja, heute bin ich mal alleine, ne? Ja. Ich hatte gestern keinen guten Tag, weil gestern war der 16. September und Geburtstag von meinem Papa. Und ja, dann denkt man halt oft an den, ne? Ist ja nicht so schön. Noch schlimmer wird der Todestag werden, aber der Geburtstag ist auch schon scheiße. Ja, ich kann mich immer noch daran erinnern, vor genau 33 Jahren, wo der Papa 50 war, wie wir dem die Videokamera geschenkt haben und er hat dann geweint. Da waren alle Omas dabei, alle Male waren dabei. Alle haben noch gelebt. Tja, und jetzt bin ich mit der Mama alleine. Den 60. haben wir auch gefeiert. Das war vor 23 Jahren. Ich glaube, da hat der Toni Maroni noch gesungen und Angie von Burg. Und hatten wir sonst noch einen Geburtstag von Papa? Oder waren da die einzigsten beiden? Ich weiß es gar nicht mehr. Also 50 auf jeden Fall, das war die Videokamera, da war die Pia noch dabei. Das war 90, 91, genau. Nee, und davor haben wir ja gar nicht gedreht. Also haben wir zwei Geburtstage von Papa gefeiert, den 50. und den 60. Ja, genau. Boah, schon 33 Jahre, ja, ey, Wahnsinn, ne? Tja, ich weiß noch früher, wie der nach Hause gekommen ist, wie er noch früh, spät und Nacht gemacht hat. Da hat man noch nicht gefilmt, ne? Da war ich 5 oder 6 Jahre alt. Hat er dann morgens vom Quatschlich, hieß die Bäckerei, Quatschlich, Brötchen mitgebracht, die waren immer warm. Und dann durfte ich auch bei denen zwei ins Bett, in die Mitte. Und dann hat er sich da hingesetzt im Bett und hat ein Brötchen gegessen, ein trockenes Brötchen und die Express gelesen. Fand ich immer total aufregend. Tja. So hat man so seine Erinnerungen, ne? Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, bis bald. Ciao.